Leute, beruhigt euch mal wieder. Kommt mal runter. Ja, alles wird gut. Alles wird irgendwann gut. Ja. Hallo, ich bin der Hauser Solo. Das ist mein Daily Vlog. Viel Spaß mit meinem neuen Video. Oh, Leute, ich sag's euch. Berlin ist so unfucking fassbar aufregend. Hier passieren ständig Dinge, an die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Hier erlebt man Dinge, das glaubt ihr nicht. Also ich habe euch ja schon öfter erzählt, was hier so passiert ist und was mir so passiert ist, was ich hier so erlebe in Berlin. Und heute, das war wirklich das Alleraufregendste, was ich jemals in Berlin erlebt habe. Wirklich, ich schwör's euch. Unfucking fassbar großartig. Grandios. Aufregend. Ich weiß gar nicht mehr Füllwörter, die ich hier anbringen kann, wie unfucking fassbar großartig das war. Wie unglaublich aufregend. Polizei und Leute und Busse und... Es war aufregend, es war ein Abenteuer, das war... Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Und das direkt hier, quasi direkt hier vor meiner Haustür. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Also ich musste einfach nur die Haustür aufmachen und ich war mittendrin im Geschehen. Es war echt ein Abenteuer. Mein Herz pumpt immer noch. Wirklich. Wo fange ich an? Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist alles so... Ich weiß echt nicht, wie ich es erklären soll. Also jetzt passt mal auf, ja? Irgendwann, ich bin zu Hause, ich dachte, was sind denn das für Geräusche? Dann war mir klar, dass da Gehupe ist. Und dachte, ja, das ist eine Hochzeit oder so. Aber das Gehupe hat gar nicht mehr aufgehört. Und dachte, ja, da ist irgend, weiß ich auch nicht was, das ist ein Stau oder so. Aber das Gehupe ging weiter und weiter und weiter und weiter und es hat gar nicht mehr aufgehört. Und dann das. Rette die Reisebüros. Okay. Wie viele kommen denn da noch, ey? Und es war ja noch gar nicht alles. Es war noch nicht alles. Was für ein aufregender Tag heute. Ihr könnt es euch echt nicht vorstellen. Nach den letzten Wochen, ich weiß, ihr alle da draußen, wir alle sind etwas dünnhäutig geworden vielleicht. So mit der Quarantäne und der ganzen Ausgehsperre und Ausgehbeschränkungen und dieser Mundschutzpflicht und Kurzarbeit und... nicht essen gehen dürfen, in einem Restaurant und so und keine Konzerte mehr. Ich weiß, das macht alles total aufregend und dünnhäutig und furchtbar. Ich bin was essen gegangen und der Besitzer hat
zu einem anderen Gast gesagt, sie muss mal ihren Hund woanders hin tun, weil der Hund eventuelle Gäste stören könnte. Da waren aber außer uns beiden, wir sind beide Stammgäste, waren keine anderen Gäste. Und dann hat er plötzlich rumgeschrien, davon habe ich leider keine Aufnahmen. Und es hat damit geendet, dass sie ihn einfach umarmt hat, während er rumgeschrien hat und geflucht hat. Und das war ein wunderschöner Moment. Also was ich heute alles erlebt habe. Ja, kein langes Video heute, aber ein sehr aufregendes Video. Leute, beruhigt euch mal wieder. Kommt mal runter. Ja, alles wird gut. Alles wird irgendwann gut. Ja, und wie ein anderer großer YouTuber gesagt hat, like dieses Video, lasst mal einen Kommentar da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, haut auf diesen Abo-Button. Es ist kostenlos. Es ist kostenlos, mich zu abonnieren. Stellt euch das mal vor. Ja. Und ein noch viel größerer YouTuber hat noch etwas viel Großartigeres gesagt. Und zwar hat er gesagt, es kommt anders, wenn man denkt. Stellt euch das mal vor. Es kommt anders, wenn man denkt. Ich bin raus. Tschüss.